Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, was wir machen. Und zwar, wir werden jetzt schnell, ganz kurz, nach Amoria City fliegen, um etwas ganz Spezielles abzuholen. Dafür müssen wir aber zuerst den PC einschalten. Und ja, da werden wir schnell nicht Items, sondern Build-PC brauchen wir ja. So, und da werden wir schnell, nehmen wir schnell Oma Ghost ab. Und mitnehmen. Wir brauchen unseren Bestäuber. Damit wir... Ja, einen kleinen Sidequest kann man sagen, ist das. Dann werden wir schnell mein Fahrrad holen. Dann fahren wir lieber rauf. Legen wir kurz nach oben. Passt. Din, din, din. Ja, ich kann fahren wie der Wind. Ja, ja. Ich gehe da jetzt hinein. Bestäuber, ich will's ins Schneidein. So, jetzt gehen wir da hinein. Unser besonderer Stolz ist 12 Ziele von uns, das ist der Prinz über Pokémon. Du hast hinter diesen Tresen nichts zu suchen. Naja, egal. Weißt du, was Bernstein ist? Nein. Bernstein ist versteinertes Baumherz. Hehe. Das Bernstein schimmert goldbraun und ist durchsichtig. Psst! Ich glaube, diesem Stück Bernstein ist Pokémon-DNA enthalten. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du etwas für mich erledigen? Lass den Pokémon-Labor untersuchen. Einen Alt-Bernstein. Okay. Gut. Wir fliegen dann mit Tweety auf die Zinnoberinsel. Und ja. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz schnell was. So. Weiter geht's. Und zwar ist ja hier das. Ach. Ich muss mir ja noch was anderes holen. Und zwar, wir haben ja noch ein zweites Pokémon-Fossil. Aber wie heißt das jetzt kurz, schnell? Ablegen, aufnehmen. So, wo haben wir denn das Dom-Fossil, genau. Das brauche ich jetzt auch noch. So, dann gehen wir da hinein. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hier waren wir ja schon mal herinnen. Ah, da ist das Dings. Hallo. Ich leite hier das Forschen. Wir forschen Fossile von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Ja, nehmen wir das Dom-Fossil. Oh, das ist ein Dom-Fossil. Es ist ein Fossil von Kabuto. Einem schon lang ausgestorbenen Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilen wieder aufleben. Gib es schnell her, damit ich fortschauen kann. Benno gibt das Dom-Fossil. Es wird einige Zeit dauern. Komm einfach später wieder vorbei. Okay. Das heißt, wir gehen hier kurz mal raus. Schwupp. Und die Zeit müsste vorbei sein. Und dann gehen wir hier rein. Wozu? Wir haben ein Fossil wiederbelebt. Ein Kabuto, ganz wie ich es vermutet habe. Werner hält Kabuto. Möchtest du Kabuto einen Spitznamen geben? Also die
versteinerten Fossilien lasse ich den Namen so, wie sie sind. Das heißt, Kabuto ist Kabuto. Es ist nicht genug Platz für dein Pokémon. Kabuto wurde mit PC auf Box 2 transferiert. So, hallo. Ich leite Forscher. Ich weiß, ein Pokémon ganz Pokémon zu viel. Längst ausgestorben Pokémon. Dank modernster Technik können wir Pokémon wieder verfolgen. Es wird eine Zerstörung. So, gehen wir raus. Geht es auch, wenn ich so gehe? Weiß ich nicht mehr genau. Okay, ich muss einfach nur ganz rausgehen. War mir immer nicht mehr ganz sicher. Und ja, dann gehen wir da rein. Wo warst du? Wir haben einen Fossil wiederbelebt. Ein Aerodactyl. Genau, wie ich das vermutet habe. Wenn er halt Aerodactyl. Nein, ich lasse Aerodactyl genauso wie es ist. Und ich werde die Pokémon natürlich nicht trainieren. Ich habe mein Team schon voll. So. Und dann werde ich meine Pokémon wiederholen. PC von Ernie braucht man nicht. Wir brauchen den PC von Bill. So, wir legen natürlich wieder Bestäuber. Ja, sicher, Bestäuber legen ab. Und mitnehmen werden wir. Wo haben wir es denn? Oh my Ghost! Gut. So. Meine Pokémon sind geheilt, oder? Ja. Dann haben wir das erledigt. Dann fliegen wir. Auf dem Weg nach Eternia City. Wir sind auf dem Weg nach Eternia City. Ja, wir sind hier wieder in Eternia City angelangt und wir haben hier 7 Orden. Das heißt, wir können jetzt in die Arena. Ja, das ist doch sicher toll. Ja, leider Leiter von Fritten, ihr seht, ich bin zurückgekehrt. Oh nee. Eine kleine City Pokémon Arena. Leiter Giovanni. Und der Hirs war auch schon da. Wer hätte gedacht, Giovanni ist der Arena-Leiter. Hey, Champs, warte, du Champs, weh. Nicht einmal ich kenne die Identität zu Arena-Leiter. Von der Eternia City, aber weißt du, das ist sicher so ein Schnuckipötzi. Soweit ich weiß, ist der von allen Arena-Leitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. Oh, Knutschen, Schnuckelbutzi. Oh Mann, lass doch den Schwulen hier weg. So, das Besondere hier in dieser Arena ist natürlich diese bewegbaren Balken. Und hier kommen wir leider nicht durch. Wegen diesem Vollponk. Aber ja, wir finden schon einen Ausweg. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir hier irgendwo durch... Ah, so geht's eh. Einen Beleber gefunden. Gut, hier sind jede Menge Trainer. Hey, so lange gibt dir die Luft aus. Mir gibt die Luft aus, ihr habt doch gerade erst mal angefangen. Hoja! Ich bin Ninja! Ninja-Trainer! Und ich habe ein Zertama! Los, Tompire! Mach es fertig mit deiner Blubstrahlattacke! Nein, das machst du nicht! So, und Dictry!
Dickdri. Das sind nur Boden-Pokémon. Ja, mein Pikachu ist sowieso schon sehr weit entwickelt. Das heißt, wir werden mal Oh mein Ghost rufen. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gekämpft. Und werden Megasauger einsetzen, da es ja ein Pflanzen-Pokémon ist. Ah, da es ja eine Pflanzenattacke ist. Und dadurch sehr stark gegen Boden-Pokémon ist. Und dann werden wir auch mit Omegos weiterkämpfen. Ja, gehen die Pokémon aus! So, das heißt, wir werden Tompire mal ein bisschen ruhen lassen. Und uns die nächsten Trainer verknüpfen. Ja! Mit dieser Kampf rein! Mobilisiere ich meine Kräfte! Ja! Bim, bidim, bim, glaubst du? Ja! Und ein Mascholo! Ja! Das ist aber ein Kampf-Pokémon und kein Boden-Pokémon. Ja! Dann machen wir gleich mal Hypnose. Ja! Kannst du mal was anderes sagen als... Ja! Oh ne, jetzt sag ich auch schon Kia. Ja! Das habe ich mir wohl abgeschaut von diesem Vollhang. Machen wir mal Nachtnebel. Kia! Machalo, Kia! Was heißt bitte ein Machalo Kick? Und ein Maschok. Ah, da werden wir mit Butterling mal ein bisschen was machen. Aber nur ein bisschen was. Und weil es so schön ist, gucken wir uns doch mal den Solarstrahl an. Und jetzt Solarstrahl. Na, solange es nur Silberblick einsetzt. So, machen wir Psi-Welle. Okay, nicht sehr stark. Psycho-Chinese. Okay, da bleiben wir bei Psycho-Chinese. Bim, bibidim, bibidim. So, und da haben wir noch so einen kleinen Volldepp. Oh, ich bin damit meine Pokémon in der Einheit, wie Yin und Yang, wie Bing und Bong, wie SpongeBob und Patrick. Oh, ein Dompteur hat ein Rhyhorn. Oh, ein gefährliches Rhinoceros. Bing und Bong, ja, das sind meine Favoriten. Aber Megasauger macht sie platt. Und der Dompteur ist futsch. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Okay, hier haben wir nichts mehr. Das heißt, wir gehen hier rauf und belästigen diesen Trainer hier mal. Das Tier zeichnet einen großen Kämpfer aus, weißt du? Ne? Ich bin ein Trainer und ich habe ein Rihorn. Und mein Rihorn ist ziemlich stark, weißt du, ne? Aha. Okay. Und ich bin der Bernie. Mein... Oh mein Ghost ist auch ziemlich stark. Oh ja, das habe ich gesehen. Und das erreicht sogar ein neues Level. Das ist schön für dich. Ich habe den Halt verloren. Du hast den Halt verloren, ja, warum das? So, oh mein Ghost darf erstmal ein bisschen Pause machen. Geben wir Butterling mal kurz. Ah, Supertramp müsste reichen normalerweise. Dass er wieder voll geheilt ist. Jawohl! Ich bin der Karate König! Ich besiege dein Schicksal!
Lass uns einmal ein bisschen kämpfen. Dann wird er versichern, wer das Stückchen von uns ist. Okay. Aber Leute, gegen diesen Trainer hier... Okay, machen wir das erste Mal schon fertig. Aber ich muss jetzt trotzdem einen Cut machen. Wir haben noch 10 Sekunden. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Blau. Leute, bis dann, haut rein und ciao, ciao.